Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, nun habe ich dir in der letzten Zeit so ganz viel erzählt über deine innere Stimme, über Intuition und über Herzentscheidungen. Entscheide aus dem Herzen und lebe im Hier und Jetzt. Entschuldigung, das juckt mich. Aber was will ich dir letztendlich mit all diesen Dingen sagen? Das, was ich dir ganz, ganz tief ans Herz legen möchte, ist einfach, schau einfach mal ganz genau hin, auch wenn du es heute noch nicht sehen kannst, aber in dir steckt so viel mehr, und es ist dir gar nicht mal mehr bewusst, wie viel letztendlich wirklich in dir steckt. Und es ist gut, wenn man sich das so Stück für Stück wieder bewusst macht, und so richtig, sag ich mal, wird es einem auch erst bewusst. Das ist mir auch so gegangen. Wenn man ganz viele Muster in sich selbst aufgelöst hat, dann fragt man sich an mancher Stelle wahrscheinlich, war ich das? Habe ich das gemacht? Das ist doch nicht echt wahr. So habe ich gehandelt? Würde ich heute nie wieder handeln, weil man auf einmal ganz, ganz klar ist und ganz, ganz klar für sich selber. Und das ist heute in diesem kurzen Video meine Botschaft an dich. Geh diesen Weg und geh diesen Weg mit allen Konsequenzen und finde wieder einfach so ein Stückchen dich selber zurück in deine eigene Kraft, zurück in dein Herz, zurück in deine eigene Energie und in das, was du letztendlich wirklich sein willst. Du hast, wie ich schon gesagt habe, nicht Angst vor deinem Potenzial, genauso wie du keine Angst hast vor der Liebe, sondern du hast einfach nur Angst, auf die Schnauze zu fallen und Angst davor, dass das nicht kommen könnte oder Angst, dass du vielleicht ausgelacht wirst oder Nachteil erlebst oder irgendetwas anderes. Aber das, was du letztendlich immer entdeckst, bist du selber. Und da lacht dich keiner aus und da redet auch keiner über dich. Doch, machen vielleicht andere, die über dich reden, aber das sind letztendlich einfach auch bloß Neider. Die bringen dich im Leben letztendlich auch nicht wirklich weiter. Ich helfe dir gerne dabei mit meinem Kurs, den ich ins Leben gerufen habe. Den Link mache ich dir wieder unten drunter in die Kommentare. Jetzt habe ich geguckt zur anderen Seite. Aber das, was ich dir letztendlich wirklich mit ans Herz legen möchte, ist, vertraue dir und glaub an dich und hol mal diese Stärken, die in dir drin sind, da ganz tief unten, hol die mal raus und hol die mal an die Oberfläche. Und dann auf einmal wirst du feststellen, dass du mit dir keinen Bockmist mehr machen wirst, dass du nie wieder negativ denken wirst über dich oder über gewisse Dinge, dass du einfach nur noch think positive geradeaus weitergehen möchtest und dass du die Dinge angehen möchtest, die du bist, die dich auszeichnen, die dich ausmachen. Und die dir einfach Spaß machen, die dir Freude machen und die du dieser Welt geben möchtest. Und dazu möchte ich dich so ein Stückchen weit ermutigen und dich nach wie vor, wie gesagt, einladen in einen kostenlosen Videokurs. Und in diesem Sinne grüße ich dich ganz, ganz lieb. Deine Heike.